Hier in diesem Teil der Vorlesung Einführung in die Wärmelehre geht es um die Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeit von Gasteilchen, wenn diese Gasteilchen eine bestimmte Temperatur haben. Im letzten Kapitel ging es um die kinetische Gastheorie und wir hatten gesehen, dass wir den Mittelwert der kinetischen Energie, also Mittelwert zeitlich gesehen, aber auch gemittelt über die vielen Teilchen in so einem Gas, dass diese kinetische Energie abhängt von der Temperatur in dieser Weise. Wir hatten dann auch schon argumentiert, dass das etwas grob ist, diese Betrachtung, weil natürlich die Teilchen, die Gas, Atome, Moleküle, was immer da drin ist, miteinander stoßen und durch die Stöße Energie und Impuls austauschen. Und deswegen muss es eine Verteilung geben. Das heißt, die Geschwindigkeit ist nicht gleich für alle Teilchen. Okay, und jetzt geht es darum, das etwas genauer zu beschreiben und anzugucken. Und die erste Frage ist doch, wie könnte so eine Verteilung aussehen? Das heißt, Verteilung, wir suchen die Wahrscheinlichkeit, nennen wir das jetzt diese Funktion immer einfach f, als Funktion der Geschwindigkeit. Also 0, hier wird es immer mehr. Und wie sieht diese Funktion aus? Könnte das einfach gleich verteilt sein? Gerade. Das würde bedeuten, dass die langsamen Teilchen genauso häufig vorkommen wie die schnellen. Wäre das möglich? Naja, wenn das bis in dem Fall unbegrenztes V wäre, dann würde auch die kinetische Energie unendlich werden, genauso wie das V. Und das kann irgendwie nicht sein. Also die Funktion ist sicherlich nicht realistisch. Könnte es so eine Funktion sein, wie eine E-Funktion oder eine Gerade, die abnimmt, oder eben wie hier so eine rote Funktion. Und das ist die Frage, wie sieht diese Verteilung aus? Wovon könnte die abhängen? Und es ist, bevor man sich wirklich die Formeln anguckt, hilfreich, sich das selber zu überlegen, was man annehmen würde, wenn man diese Gasteilchen, hier sind ein paar Bohnen, das sollen die Teilchen sein, wenn man sich die vorstellt, wie die sich bewegen. Also, wir suchen diese Funktion. Wie geht man ran? Um das zu beschreiben, Formel ist immer gut, eine Gleichung, aber vielleicht auch in einem Modell eine Betrachtung, wie das aussehen könnte. Hier in dieser Simulation schauen wir uns an, wie in einem Gas die Geschwindigkeitsverteilung aussieht. 400 schwere Teilchen ohne Gravitation werden in das Volumen eingebracht und hier rechts ist zu sehen die Geschwindigkeitsverteilung, das heißt die Anzahl der Teilchen bei einer bestimmten Geschwindigkeit wird dargestellt. Und wenn wir die Temperatur erhöhen, verschiebt sich die Verteilung zu höheren Geschwindigkeiten bei einer Absenkung der Temperatur, also Wärmeenergieentzug, verschiebt sich entsprechend die Geschwindigkeit zu kleineren Werten. Wenn wir zusätzlich leichte Teile einführen, dann ist deutlich zu sehen, dass die Geschwindigkeit bei höheren Werten liegt. Das heißt, die Verteilung ist weiter rechts zu sehen. Und dieses Verhalten bleibt gleich, wenn die Temperatur erhöht wird. So ein Modell ist natürlich immer wunderbar, letztendlich aber stecken da natürlich Gleichungen dahinter, um das überhaupt auszurechnen. In dem Fall Impuls und Energieerhaltung für diese 400 oder 800 Teilchen, die moduliert wurden, das kann man noch lösen mit einem Computer. Wenn man aber ein Mol-Teilchen hat, 6 mal 10 hoch 23, geht das nicht mehr mit dem Computer für jedes Teilchen. Das können Sie mal überschlagen, wie viel Byte, wie Speicher man brauchte, um nur die Geschwindigkeit und den Ort von jedem Teilchen für ein Mol zu berechnen. Da reichen sämtliche Computer auf der Erde nicht aus, um das wirklich hinzubekommen. Deswegen
Geht das in dem Fall nur für wenige Teilchen oder eben durch andere Herangehensweisen? Neben den Modellen möchte man das natürlich anders betrachten und vor allen Dingen erstmal auch messen, also im Experiment bestimmen. Und das ist hier so skizziert, wie ein experimenteller Aufbau aussehen könnte. Man nimmt einen Ofen, da ist irgendeine Materie drin, die erhitzt wird und verdampft, als Gas sich dann bildet und durch eine Öffnung rauskommt. Und diese Gasteilchen fliegen dann in eine Richtung. Und die werden durch Blenden, wird dieser Strahl der Teilchen kollimiert, das heißt in einer Richtung festgehalten und fliegt jetzt mit verschiedenen Geschwindigkeiten. Und genauso, wenn man Hände nimmt und die dreht und sich vorstellt, da fliegt ein Ball vielleicht durch, dann hängt es davon ab, wie weit die Hände auseinander sind und wie groß die Geschwindigkeit ist, ob der Ball dann an diesen beiden Händen vorbeikommt. Das heißt, drehende Blenden nimmt man und das, was hier durchkommt, wird abhängig sein von dem Abstand der Blenden, von der Geschwindigkeit und von der Winkelgeschwindigkeit des Drehens. Und das ist eine Möglichkeit, das zu messen. Das hat man durchgeführt. Man muss natürlich hinterher dann die Teilchenanzahl hier zählen können. Können wir nicht darauf eingehen, wie man das macht. Und dann kam so eine Verteilungsfunktion raus, die ungefähr wie hier skizziert aussieht. Dieses F, das hatten wir eben schon mal hingestellt, das stellt dann dar die relative Häufigkeit, mit der eine Geschwindigkeit auftritt. Und das ist ganz wichtig, sich einen Gedanken zu machen, was das bedeutet. Wenn man ein Geschwindigkeitsintervall nimmt, nennen wir das dv, dann ist das multipliziert mit dieser Häufigkeit die Anzahl. Allerdings nur relativ, wenn wir die gesamte Anzahl wirklich haben wollen, müssen wir es noch mit der Anzahl aller Teilchen multiplizieren. Oft ist es gar nicht so notwendig, da genau hinzugucken, sondern von Verteilung zu sprechen oder einer Wahrscheinlichkeit, dass die Geschwindigkeit auftritt oder von einer Häufigkeit, Häufigkeitsverteilung. Okay, das wäre die experimentelle Kurve, sieht irgendwie so aus. Natürlich ist dann die Frage, kann man es auch anders ausrechnen, also eine wirkliche Vorstellung haben, warum diese Verteilungsfunktion so aussieht. Das können wir hier in dieser Vorlesung leider nicht vornehmen. Das machen wir in einem separaten Kapitel oder in der Literatur. Das sind ein paar genauere Überlegungen, muss man da anstellen, um das auszurechnen. Hier ist nur das Ergebnis. Das ist die Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeit, dieses F von V. Schauen wir uns da das an, was da steht. Hier vorne ist ein Faktor, 4 durch Wurzel Pi. Können wir gleich noch sagen, warum sowas auftreten muss. Dann haben wir hier einen Teil, die Masse des Teilchens durch 2 mal K-Boltzmann T hoch 3 halbe. Hier haben wir ein V-Quadrat und dann hier hinten, ganz, ganz wichtig, e hoch minus mv Quadrat durch 2 k Boltzmann t. Das heißt, die Temperatur taucht an zwei Stellen auf. Nicht nur hier hinten, sondern auch hier vorne. Hier hinten, was steht da eigentlich? Das ist ja ein halb mv Quadrat. Das heißt, die kinetische Energie steht da, geteilt durch das k Boltzmann t. K-Boltzmann T ist sowas wie die thermische Energie, ein Ausdruck für die Bewegung aufgrund der Temperatur, ungeordnete Bewegung. Und das Verhältnis von kinetischer Energie zu dieser thermischen Energie, das steht in dem Exponenten. Der Exponent hat ein Minuszeichen davor. Das heißt, wenn die kinetische Energie groß ist, ist der Exponent klein. Durch das Minuszeichen ist dann dieser Teil, das e hoch minus Term, sehr, sehr klein. Also, für große Geschwindigkeiten wird
die Verteilung gegen 0 gehen. Für kleine Geschwindigkeiten, wenn das v klein ist, geht dieser e-Term, e hoch Minus-Term, gegen 1, aber da taucht dann dieses v-Quadrat auf. Das heißt, wir haben für kleine Geschwindigkeiten den Fall, dass die Funktion dominiert wird von dem v-Quadrat. Die Funktion beschreibt die Häufigkeit. Das heißt, integriert über alle Geschwindigkeiten muss sie gerade eine 1 ergeben, nämlich dass jedes Teilchen irgendeine Geschwindigkeit haben muss. Das heißt, die Funktion ist normiert. Von 0 bis unendlich integriert über alle Geschwindigkeiten muss das f von v eine 1 ergeben. Und daraus bildet sich dieser Vorfaktor, der bestimmt das sozusagen, dass die Funktion wirklich normiert ist. Die Funktion hat eine Verteilung. Sieht irgendwie so, wie wir es eben gesehen haben. Von innen aus betrachtet geht sie erst nach oben, dann fällt sie ab, hat irgendwo ein Maximum und dieses Maximum hat diesen Wert. Wir berechnen das am Ende der Vorlesung. Also Wurzel 2 k Boltzmann t durch m. Heißt also, für hohe Massen ist die Geschwindigkeit klein. Für große Temperaturen ist dieses Vmax groß. Okay, also müssen Sie sich diese Funktion merken. Ich zumindest merke mir nicht genau die Vorfaktoren. Ich merke mir dieses V-Quadrat, das ist wichtig, und vor allen Dingen, was hier hinten steht. Dieser Quotient, was da drin steht. Schauen wir uns das in einem ganz konkreten Fall an, und zwar für ein O2-Molekül. O2 hat 32 atomare Einheiten als Masse, also 32 Gramm pro Mol. Und hier ist gezeigt, aufgetragen, diese Verteilungsfunktion als Funktion der Geschwindigkeit von 0 beginnend. Man sieht ganz klar, dass die für hohe Temperaturen, 1000 Kelvin, verschoben ist zu höheren Geschwindigkeiten im Vergleich zu den kleineren Temperaturen. Und hier sieht man auch, dass die Geschwindigkeiten in dem Bereich von einigen Hunderten oder sogar Tausenden Meter pro Sekunde sind. Also schneller jedenfalls als der Schall in Luft. Wie schnell nimmt diese Kurve hier ab? Das hängt von der Temperatur ab. Für hohe Temperaturen wird es also eine Verteilung geben zu höheren Geschwindigkeiten. Ganz interessant ist auch anzugucken, wie diese Verteilung aussieht, wenn man verschiedene Gase nimmt. Das heißt, eine Linse, kleine Teilchen, oder eine Bohne, große Teilchen. Und hier sind diese Bohnen und Linsen das O2, das Helium oder das H2-Molekül. Und das heißt, die unterscheiden sich nur durch die Massen. Und das alleine reicht aus, um den Molekülen eine deutlich unterschiedliche Verteilungsfunktion zu geben. Die leichten Teilchen, Helium- oder Wasserstoffmolekül, sind schnell. Im Mittel sehr, sehr schnell. Dazu ein paar Anmerkungen, wie diese Funktion noch angeguckt werden sollte. Ich hatte eben schon gesagt, diese Verteilungsfunktion stellt da den Mittelwert, also im thermischen Gleichgewicht. Wenn das Gas vielleicht in irgendeinem Behälter von außen Wärme empfängt und schneller wird, dann ist dieses Gleichgewicht noch nicht eingestellt und dann die Verteilung nicht so wie hier dargestellt. Und der Mittelwert, wie gesagt, ist über viele Teilchen und lange Zeiten. Ich hatte auch gesagt, große Masse heißt kleines v. Hier ist nochmal der Wert für das Vmax dargestellt. Und wenn wir uns diesen Wert ausrechnen für Sauerstoff, dann sind das 390 Meter pro Sekunde als Vmax der Wert bei 300 Kelvin. Das hätte man eben auch aus der Grafik, aus der Funktion ablesen können.
Dann aber die Frage, gibt es ein Gas, wenn wir große Teile nehmen, diese Bohnen hier zum Beispiel oder die Linsen, warum verhalten die sich nicht wie ein Gas? Schätzen wir das einfach ab, wenn diese Verteilungsfunktion so ist. Und zwar nehmen wir an, wir haben ein makroskopisches Teilchen mit einer Masse von einem Mikrogramm. Das entspricht einem Wasservolumen gerade von 0,1 Kubikmeter. Also ein wirklich kleiner Tropfen. Kann das als Gas vorkommen? Setzen wir das in diese Funktion ein. Hier für dieses V Max kommt daraus, dass das V Max für diese Masse im Bereich von 10 hoch minus 6, 10 hoch minus 6 Meter pro Sekunde ist. Das heißt, im Mikrometer pro Sekunde statt viele, viele Meter, viele tausend Meter vielleicht für Wasserstoff. Es ist also sehr klein. Dann die Frage, gibt es ein Gas, was aus diesen großen Massen besteht? Was passiert mit so einem Gas? Das ist eigentlich eine interessante Frage, die abgesehen von den Gleichungen Sie sich mal so überlegen sollten, was da passieren könnte, warum es so ein Gas wohl wahrscheinlich nicht gibt und wir auch nicht feststellen, dass diese Bohnen, die ich hier hingestreut habe, tatsächlich in dem Raum sich verteilen wie ein Gas. Das werden wir noch beantworten in einem oder zwei Kapiteln im Rahmen der Boltzmann-Verteilung. Da wird eine Antwort gegeben darauf. Diese Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeit hat ein paar Anwendungen, die interessant sind, glaube ich, und die man sich mal angucken kann, nämlich die Verteilung hat direkten Einfluss auf die Atmosphäre von Planeten. In der Mechanik hatten wir uns bei mir oder irgendwo anders, haben Sie es vielleicht gehört, überlegt, was passiert, wenn man so einen Ball in die Umlaufbahn wirft mit einer hohen Geschwindigkeit, Annahme keine Luftwiderstand, was passiert, wenn die Geschwindigkeit extrem groß ist? Und wir hatten dann gesehen, dass es eine sogenannte kosmische Geschwindigkeit gibt, die ist für die Erde ungefähr 11 Kilometer pro Sekunde. Und wenn der Ball ein Teilchen eine höhere Geschwindigkeit am Anfang hat, dann reicht die kinetische Energie aus, um das Gravitationsfeld der Erde zu verlassen. Und jetzt kommt es darauf an, ob diese Teilchen im Gas eine Geschwindigkeit haben, höher als diese kosmische Geschwindigkeit. Wenn sie das haben, dann können sie das Gravitationsfeld der Erde verlassen. Also die Verteilungsfunktion sieht ja so aus wie gemalt, hier nochmal dargestellt für eine große Masse und für eine kleine Masse, das Rote für die kleine Masse. Dann kann für diese kleine Masse hier ein Teil der Teilchen eine hohe Geschwindigkeit haben, größer als diese kosmische Geschwindigkeit. Und die Teilchen heißt das, wenn die zufällig nach oben fliegen, fliegen die weg von der Erde weg, wenn sie nicht zufällig gerade stoßen auf dem Weg durch die Atmosphäre mit anderen Teilchen. Außerdem, diese kosmische Geschwindigkeit, hier ist nochmal das Ergebnis aufgeschrieben, was wir in der Mechanik hergeleitet haben, hängt ab von der Masse und dem Radius des Planeten. Und das bedeutet, wenn die Masse klein ist oder der Radius groß, ist die kosmische Geschwindigkeit klein. Kleine kosmische Geschwindigkeit heißt, die Teilchen, das Gas, kann leichter in den Weltraum entweichen. Für die Erde bedeuten diese Überlegungen, dass der Wasserstoff, wenn er existieren würde, tatsächlich eine Geschwindigkeit haben würde, die ihn wegträgt im Mittel. Und damit wird auch Wärmeenergie in den Weltraum entführt von diesen schnellen Teilchen. Auf der Erde ist das nicht so ein Problem, weil der Wasserstoff in der Atmosphäre
vor dem endgültigen Entweichen mit dem O2 reagiert und dann wieder sozusagen schwere Teilchen bildet. Aber für kleine und leichte Planeten ist das ein Problem. Die haben oft aus genau dem Grund keine Atmosphäre, da diese kosmische Geschwindigkeit klein ist. Natürlich hängt das auch davon ab, wie groß die Temperatur ist. Das heißt, ob die Planeten dicht oder weit entfernt von dem Zentralgestirn sind, in unserem Fall von der Sonne entfernt sind. Aber jedenfalls diese Verteilungsfunktion bestimmt die Atmosphäre. Eine weitere Folge ist, dass die Teilchen nicht nur jetzt von der Erde abhauen können, sondern auch von anderen Stoffen, das heißt verdunsten können. Und das gucken wir uns in einem Anwendungskapitel im Anschluss an diese Vorlesung an, einfach an ein paar Beispielen. Das hängt an der Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Trotzdem nochmal zurück, was passiert eigentlich mit diesen Gasteilchen? Warum diese Verteilungsfunktion? Und hier immer wieder die gleiche Frage, die so merkwürdig ist: Warum liegen die Bohnen eigentlich auf dem Tisch und nicht wie ein Gas? Könnten sie doch jetzt mit ganz, ganz langsamen Geschwindigkeiten, das hatten wir ja ausgerechnet, sich bewegen für diese 0,1 Millimeter großen Wassertropfen, hatten wir eben abgeschätzt, eben Geschwindigkeiten vom Mikrometer pro Sekunde. Warum passiert das nicht? Es liegt an dem zusätzlichen Effekt der Gravitation und der potentiellen Energie, die damit verbunden ist, und dem Verhältnis zu der thermischen Energie, die die Teilchen haben. Und das ist eine merkwürdige Sache, wo Sie wirklich mal sich so überlegen könnten, was da passiert, was so ein Teilchen macht. Wenn es mit kleiner Geschwindigkeit aufsteigt, muss es ja als Gas, muss es eine potenzielle Energie zusätzlich aufnehmen, und die kann nur aus der thermischen Energie kommen. Und das ist der Grund, warum es kein schweres Gas gibt. Verbunden mit dieser Vorstellung ist der Begriff der barometrischen Höhenformel. Der Druck nimmt mit der Höhe ab, damit die Teilchendichte und damit auch, wenn Sie sich da nochmal zurückerinnern, wie man darauf kam, auf diese barometrische Höhenformel, dass das Gas kompressibel ist. Diese Begriffe hängen alle zusammen. Hier ist das etwas verborgen und nicht direkt sichtbar. Deswegen schauen wir uns das in dem Kapitel über die Boltzmann-Verteilung nochmal etwas genauer an. Soweit hier diese Beschreibung der Maxwell-Boltzmann-Verteilung. Entweder schalten Sie jetzt ab oder wir schauen uns noch zusammen zumindest an, wie man die Herleitung schreiben kann für dieses Vmax. Dazu wird die Maxwell-Boltzmann-Verteilung nochmal betrachtet. Und wir suchen also dieses Vmax, den Wert, wenn das hier im Maximum ist. Das ist gerade der Wert der Geschwindigkeit, wo die Ableitung 0 ist. Also müssen wir nur diese Funktion ableiten. Das ist hier hingeschrieben. Da muss man ein bisschen aufpassen mit den, hier sind zwei Terme mit der Geschwindigkeit. Kommt das hier raus, rechnen Sie es mal nach. Und wenn man anguckt, wann ist das 0, heißt das, der Klammerausdruck hier muss 0 sein. Und damit ergibt sich direkt der Wert für das Vmax. Für O2, das können wir hier nochmal hinschreiben, aber das war eben eigentlich schon angegeben, wenn man die Werte einsetzt mit der Masse, kommen diese 395 Meter pro Sekunde raus für 300 Kelvin. 300 Kelvin, also ungefähr so Zimmertemperatur. Oft braucht man eine Verteilung, die nicht wie hier dargestellt als Funktion der Geschwindigkeit aufgetragen ist, sondern als Funktion der kinetischen Energie. Das heißt, kinetische Energie, ½ mv², dann muss die Funktion etwas anders
aussehen von der Form her. Und das können wir uns hier noch schnell klar machen, wie das aussieht. Das heißt, wir suchen eine Verteilungsfunktion, die jetzt nicht von V aussieht, sondern von der kinetischen Energie. Integriert werden muss er also hier auch über die kinetische Energie. Die Umrechnung erfolgt natürlich mit dem Ausdruck für die kinetische Energie, ein halb mv Quadrat. Damit können wir schreiben, die kinetische Energie abgeleitet nach V ist 2 mal V, also der Impuls. Damit ergibt sich für dv dieser Ausdruck und das wird in die Funktion eingesetzt. Und hier ist schon hingeschrieben wieder das C als diese Konstante, also alles, was kein V enthält. Und mit dieser Umformung wird dieses Ergebnis erhalten. Das heißt, die Funktion sieht ein bisschen anders aus, nicht unbedingt unangenehmer, sieht halt anders aus. Letztendlich muss er aber die gleiche Beschreibung liefern. Nur der Vorfaktor ist ein anderer. Hier ist dieses 2 durch Wurzel Pi, vorher war das 4 durch Wurzel Pi, weil wieder die Funktion normiert ist. Das heißt, die Verteilungsfunktion muss immer aufsummiert über alle Geschwindigkeiten muss 1 geben. Soweit hier alles zur Maxwell-Boltzmann-Verteilung der Geschwindigkeiten. Ich glaube, wir sind auf einem interessanten Thema doch gelandet, nämlich sich zu überlegen, was die einzelnen Teilchen machen und diese Frage, warum bleiben die Teilchen unten, die klären wir in dem Kapitel über die Boltzmann-Verteilung. Jetzt erstmal aber tschüss.